Wir haben ein Spiel und zwar folgendermaßen, ja? Wenn man im Fernsehen ist, wie zweimal da drin war, dann passiert es, dass man dann im Internet und so von Leuten, die das gerne machen, Zeichnungen bekommt von sich selber. Also die nehmen sich ein Bild, irgendwelche Leute malen ein Bild von dir danach mit Bleistift oder so, ja? Das sind manchmal sehr gute Zeichnungen und manchmal sind es einfach Zeichnungen, ne? Und Fanart nennt sich das Ganze, ist ein ziemlicher Trend und man kriegt wirklich jeden Tag irgendwelche gezeichneten Bilder und manchmal denkt man sich, huch, das soll ich sein, ja? Und ich habe jetzt mal so ein Bild mal mitgebracht, ja? Zum Beispiel das hier habe ich mal geschickt bekommen, rechts das Original und links das, was ich dann bin, ne? So. Und man ist ja selber erstmal verunsichert, man nimmt sich selber vielleicht anders wahr als andere Menschen und so. Ich bin dann auch mal durch die Redaktion gelaufen und habe gesagt, stimmt das so? Ist das in etwa so ungefähr so ich? Nee, haben die gesagt, aber dann haben wir uns mal die Mühe gemacht, tatsächlich mal ein Bild von mir so zu verfremden, wie es da auf der Zeichnung erstmal angelegt ist. Ja, das sieht ja ungefähr so aus, ja? Also mit ein paar Pinselstrichen bei Photoshop kriegt man das schon hin. Und jetzt haben wir genau aus diesem Prinzip etwas gemacht. Und das ist, meine Damen und Herren, und ich sage herzlich willkommen. Wir raten jetzt nämlich gleich, welche Prominenten sich hinter den Zeichnungen verstecken. Wenn ich sage herzlich willkommen zum großen Zirkus, das, wie heißt das, das total verrückte Zirkus Halligalli Fanart raten, glaube ich. Und herzlich willkommen hier zum Zirkus Halligalli total verrückten Fanart-Rätsel. Ja, herzlich willkommen, so da sind wir. Und jetzt sehen wir hier gleich also Fanart und wir raten dann mal, welcher Prominente könnte sich denn hinter dieser mal schlecht, mal recht gelungenen Zeichnung verstecken. Bild Nummer 1. Huch, what? Oh Gott. Wer ist denn das? Es könnte, also durch die Augenbrauen könnte ich mir vorstellen, dass es ein Mädchen ist. Es sind kurze Haare. Nora Tschörner oder Lena Meyer-Landrut? Ich hab, vor allen Dingen das hier, ist das hier sowas wie ein, dieses, was ich nicht verstehe bei euch jungen Leuten, ist das sowas wie ein Tunnel? Nein, das ist, glaube ich, einfach nur ein Ohrring, das ist wirklich, daran habe ich gemerkt, dass ich erwachsen werde, ne? Weil ich dir dachte, was soll das denn? Ein Tunnel? Aber es ist schon mit kurzen Haaren, oder? Mhm. Ja, könnte auch alle, jede Germany's Next Topmodel-Kandidatin nach dem Umstyling. Egal, ob es dir steht oder nicht. Wir schneiden es ab, weil du dann holst und das ist witzig. Ja? So. Es könnte natürlich auch, wenn du ohne die Augenbrauen könnte es Chris Brown sein. Charlize Theron. Dann Charlize jetzt, Theron. Wir sagen Charlize Theron. Mhm. Und später spielen wir unser Royal Republic. Kann ich sehr gut aussprechen. So, okay, dann möchte ich jetzt bitte die Auflösung mal haben. Oh. Es ist tatsächlich Rihanna. Es ist Rihanna. Es ist tatsächlich Rihanna. Und Applaus so für nichts. Aussehen. Applaus für nichts. Du hast Rihanna gesagt. Keine Leistung, kein Applaus. Hab ich Rihanna gesagt? Du hast Rihanna gesagt. Hab ich Rihanna gesagt? Ja. Meine Güte, ich werde alt. Ich erinnere niemand, dass ich das gesagt habe. Ja. Wir hatten einen Schulbusfahrer. Der ist also aus wie das Bild hier. So. Gut. Wir schauen uns das nächste Bild an. Justin Timberlake, oder? Justin Timberlake? Der sieht aus wie hier Kalcha Candela. Wie heißt der Typ? Ah, nee, der hat ja Haare. Wie heißt der denn? Der Kalcha Candela? Meinst du? Matteo. Matteo von Kalcha Candela. Der ist auf seinen Selfies bei Twitter, guckt er immer genau so. Aber der hat halt Haare, der hier, ne? Und vom Outfit her ist es auch Matteo. Oder Materia. Aber ich habe auch schon an Materia gedacht, aber mit Anzug und Krawatte. Nee, guck mal, der hat aber oben 64 Zähne. Das könnte auch der Raab sein. Und der hat eine richtige Pimmelnase. Guck mal. Guck mal, der hat so eine richtige Pimmelnase. Oder? Das ist hier Ernie und einer von Ernie und Bert. Was hast du gesagt? Als erstes habe ich gesagt Justin Timberlake. Justin dann Timberlake? Dann habe ich Materia gesagt. Okay, wir loggen ein. Okay, log mal ein. Hey! Ha! Ach, tatsächlich, das ist unverkennbar, Justin Timberlake. Weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie Bürger Lars Dietrich hier drauf. So, okay, also Bürger Lars Dietrich weg. Hier, Bürger Lars Dietrich, der Mädchenmillionär. So, weiter geht's. Das ist... Ist das die, hier die Königin aus Game of Thrones? Wie heißt sie? Die Khaleesi, ich ist so lange her. Wie heißt sie? Ich hab's noch nicht angefangen. Khaleesi. Die Drachen. Nee, das ist irgendetwas... Lena, ich möchte nicht zu nahe treten, aber...
trägst du manchmal, vielleicht manchmal in der Bravo Girl, gibt es da bestimmt manchmal als eben, genau, es gibt doch manchmal in der Bravo Girl, gibt es doch als Gimmick, gibt es doch dann diesen Haarreifen, den man sich nicht, um Hals und in die Haare macht. Du meinst so einen Fußballer-Haarreifen, damit die Haare nicht in sich fallen? Das ist cooles eher Tattoo. Ich glaube eher, das sind geflochtene Zöpfe. Also wenn ich zeichnen könnte, ich würde die genauso malen. Das sind geflochtene Zöpfe, die ich sage, das ey, ungelogen. Und du sagst, das bin ich. Das bist du. Das bist du. Ja, mit so einem Zwinker-Smiley. Ja. Ey, oh! Oh mein Gott! Gar nicht schlecht. Ey, aber nicht schlecht mit den geflochtenen Zöpfen. Guck mal, ich kenn dich doch. Ich habe alle Bilder von dir zu Hause. Ich habe zu Hause so einen Spind, da kleben alle Bilder von dir drin. Meine Güte. Ich mag dich, Lena. Was das Fernsehen aus den Leuten macht, ja.